Nicola, mein Lieber, wie geht's dir? Gut, gut, gut. Nervös. Gleich zur Haartransplantation, der Transfer ist schon da. Wie war die Nacht? Gut, kurz. Was geht ab, Freunde, und willkommen zu einem völlig neuen Video. Eine Überraschung habe ich heute für euch. Heute ist jemand da, den ihr zwar noch nicht kennt, aber indirekt kennt. Und zwar fahren wir jetzt ins Memorial mit Damirs Bruder Nicola. Nicola, mein Lieber, wie geht's dir? Hi, hi. Gut, 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 gut. Bisschen nervös bin ich schon, aber Vorfreude auf jeden Fall. Und wir fahren gerade rüber und wir sind jede Minute da und freue mich schon richtig, richtig, richtig. Nah, mobbing till the day come, yeah, till the day come. And the day came, still thumbing through the night, chance of light rain. I guess I really gotta show you about this Trinity King. I guess this is how it is when you from the island, man. So I took a flight to Tobago. Freunde, es geht los. Der Herr Doktor ist auch schon da. Mr. Doctor, how are you, by the way? I'm fine, thank you. It will be a great day. Nicola, wie geht's dir jetzt, mein Lieber, so kurz davor? Boah, langsam freue ich mich. Also jetzt habe ich viel Nervosität hinter mir schon. Und jetzt, wo der Arzt da ist, sehr sympathisches Auftreten und jetzt wirklich langsam freue ich mich schon so richtig. So, Freunde, nachdem die Gesundheitscheck erledigt wurden, hat der Doktor den Nicola nach seinen Erwartungen gefragt. Nicola, vielleicht kannst du erzählen, was du dir von der Haartransplantation erwartest. Ich habe eigentlich große Erwartungen, da ich auch schon im Gespräch mit dir mitbekommen habe, dass ich eine sehr gute Ausgangslage habe, da ich einen guten Spender habe, da ich zwar Geheimratsecken habe, wie man sehen kann, aber ich glaube, dass man die sehr gut retuschieren kann und ich habe meine Erwartungen eher hochgeschraubt. Ich bin aber voller Vorfreude dabei. So, Freunde, der Herr Doktor sagte gerade, dass bei ihm eine Haartransplantation ohne Probleme möglich ist und seine Erwartungen auch erfüllt werden können. Aber der Herr Doktor sagte auch, der Nicola ist noch relativ jung und dementsprechend muss er nachhaltig geplant werden. Und jetzt geht's auch in die Planung. So, Freunde, der Herr Doktor Mehmet Doro hat das Ganze jetzt analysiert und sagte, dass der Nicola einen sehr guten Spender hat und vorne die Areale damit leicht aufgefüllt werden können. Jetzt geht's gleich los mit dem Haarliniendesign. Make me all blind with your civil rights. You demand that I eternize your name. Walk ahead. Freunde, jetzt könnt ihr hier sehen, der Herr Doktor zeichnet jetzt die Haarlinie ein. Danach kann sich der Nicola die Haarlinie anschauen und gegebenenfalls Vorschläge machen, wie er sie anders haben möchte. Ne? Aber der Doktor kann das umsetzen, solange das Ganze in einem natürlichen Rahmen ist. Aber grundsätzlich habe ich die Erfahrung gemacht, dass wirklich fast jeder mit der Hairline, die der Doktor einzeichnet, von Anfang an ziemlich happy ist. Er hat zwei Haarlinien jetzt eingezeichnet. Mhm. Eine oben und eine weiter unten. Und welche findest du besser, fragt er gerade. Boah, die sind schon sehr nah beieinander. Also ist da jetzt wirklich so viel Unterschied? Minimal. Minimal. Ich würde fast sagen, die untere. Oder willst du es dem Doktor überlassen? Ich würde es euch überlassen, ehrlich gesagt, den Profis. Hast du noch irgendwelche Wünsche, Ideen oder hast du irgendwas noch zu sagen, zu planen vom Herrn? Nee, also wenn das wirklich so realisierbar ist, wie es gerade ausschaut, boah, dann bin ich wirklich sehr, sehr zufrieden. Ich habe mir nicht gedacht, dass man sie wirklich dann schon so, dass man schon so viel reintun kann. Ich bin selber überrascht, wie viel Fläche da noch ist, muss ich sagen. So wird deine Haarlinie sein. Ja, super. So, Bro, die Haarlinie sitzt, jetzt kommen die Haare ab. Ja. Hast du schon mal eine Glatze und wie gefällt dir die Glatze? Ich hatte meine letzte Glatze vor 3 Jahren. Ich fand es eigentlich ziemlich gut, vor allem, wo ich noch Bart hatte, also mit mehr Bart war es auf jeden Fall gut. Aber ist jetzt schon das letzte Mal echt 3 Jahre her. Hab Angst, dass es dann doch gut ausschaut, ne, mit Glatze. Freunde, schreibt mal in die Kommentare, wie dem Nicola die Glatze steht. Kann er sie tragen oder nicht? Bro, by the way, jetzt hast du ja die Beruhigungsmittel schon bekommen. Mhm. Es geht ja jetzt schon los. Du bist quasi mittendrin. Wie geht's einem kurz davor? Boah, ich habe immer noch keine Ahnung, was passieren wird. Es ist wirklich immer noch so surreal. Ich sehe mich noch nicht dort bei der OP. Also es ist irgendwie so für mich Schritt für Schritt. Ich bin jetzt gerade hier und ich weiß nicht, wie es dann drüben sein wird. Als wird es nicht passieren. Mal sehen, mal sehen, mal sehen. They call me sassy when I'm strolling down the street. Der erste Schritt ist fertig. Der Herr Doktor hat jetzt dem Nicola die Kanäle geöffnet. What do you think about Nicola's situation? Nicola, during the surgery, Nicola sleeping very deep.
I think he didn't any feel pain. I'm planning almost 2600 between 2700 grams. Nico, du hast den ersten Step, der hat dir hinter dich gebracht, die Kanäle sind geöffnet. Wie geht's dir? Ich habe es leider verschlafen, ehrlich gesagt. Das ist ja gut, das heißt, das war so entspannt, dass du schlafen konntest. Ja, nein, ich habe wirklich durchgeschlafen. So. Der nächste Step, die Entnahme der Grafts, ist auch gleich zu Ende. Dann gibt es was zu essen für Nikola. Und der Nikola ist immer noch am Schlafen. Das heißt, er schläft die ganze OP durch. So, Freunde, der Nikola ist jetzt am Essen. Lasst uns mal schauen, wie es ihm geht. Guten Appetit, Bro. Wie geht's dir? Gut, gut. Bisschen kaputt. Ich glaube, ich war keine Sekunde wach. Du hast durchgeschlafen. Ich war ein paar Mal drin und du warst nicht ansprechbar. Aber das ist das Best-Case-Szenario. Jetzt hast du nur einen Schritt vor dir und dann hast du es geschafft. Ja, das ist mein Talent. Ich kann wirklich immer und überall schlafen. Also Fliegen, Reisen ist für mich echt so chillig. Also würdest du sagen, das lange Liegen ist gar nicht unangenehm, weil du einfach durchgeschlafen hast? Die Position war, könnte bequemer sein mit dem Kopf über. Es ist wirklich so locker, ging auch ganz schnell. Wie ist Essen? Das Essen ist sehr lecker. Vegetarisch? Das ist vegetarisch, ja genau. Da haben wir noch Kartoffeln drunter. Ja, sehr lecker, ich hab richtig Energie. Der dritte Schritt der Haartransplantation, das Einsetzen der Grafts, hat nicht nur begonnen, sondern wir sind mitten in der Halbzeit. Und Freunde, sowas habe ich noch nicht gesehen. Der Nikola schläft wieder. Nikola schläft wirklich die ganze Haartransplantation durch. Sehe ich auch zum ersten Mal. War cool für ihn. So hat er weder das Gefühl, dass das irgendwie lange dauert, noch wird das lange Liegen unangenehm, weil er einfach die komplette HT durchschläft. Optimalfall. Wir sehen uns dann gleich wieder, wenn Nikola wach ist. Everything's fine, yes. Are you happy? I haven't seen it yet. Really? No. Okay, let's see. Aber du hast es noch nicht gesehen? Nee, ich wollte, weil du dabei bist, ehrlich gesagt. Okay, let's go, dann lass uns zusammen in den Spiegel schauen. Freunde, die Stunde der Wahrheit. Nikola schaut jetzt in den Spiegel. Deine neue Haarlinie. Heftig. Looks very dense. Yes. Yes, es ist sehr dicht. Es sieht wirklich sehr dicht aus. Wow. It's really good. Yes. Es ist wirklich, wirklich sehr dicht und sehr schön geworden, oder? Ja, weil die Fläche war vor allem, weil die auch nicht klein, daher konnte man sehr dicht das Ganze setzen. Wahnsinn. Und ja, bei deiner Grafqualität. Wahnsinn. Thank you very much. You're welcome. So, Freunde, jetzt nachdem der Nikola ausgeschlafen hat während der OP und jetzt sein Ergebnis gesehen hat, sein vorläufiges, geht's los mit den Einweisungen. Es geht jetzt darum, wie soll er sich in den nächsten Tagen verhalten, welche Medikamente und Pflegeprodukte soll er nehmen. Du hast hinten eine Bandage bekommen, das soll dich nicht erschrecken, wenn du jetzt abends irgendwie da rote Flüssigkeit oder am Verband irgendetwas Rötliches siehst. Das ist einfach die Kochsalzlösung, die wir in deinen Kopf injiziert haben, die dreht er wieder heraus. Mhm. Einfach wegwischen. Lass einfach, es wird morgen gereinigt. So, Freunde, es ist vollbracht. Wie immer, die Yaren hier auch am Start. Unterstützt tatkräftig. Der Nikola, der hat jetzt alles hinter sich gebracht. Nikola, gestern noch nervös gewesen, voller Sorgen. Heute alles hinter dich gebracht. Wie geht's da eigentlich? Ganz ehrlich, so unbegründet die Nervosität. Ich habe durchgeschlafen. Ich bin richtig ausgeschlafen. Bin noch ein bisschen dizzy. Aber es ging so schnell vorbei, es hat sich nicht in der OP angefühlt. Der letzte Teil war eher so, ich bin gelegen und es hat sich angefühlt, als würden die einfach in der Nähe von mir sitzen, aber nichts an meinem Kopf tun, man spürt gar nichts. Also entspannt? Komplett entspannt, auch eine gute Liegeposition gehabt, also die letzte... Aber da ist der Nikola der Einzige, der das sagt, aber das sagt er auch nur, weil er eigentlich komplett durchgeschlafen hat, Freunde. Das kann gut sein, nee, man spürt gar nichts am Ende, es ist wirklich so entspannt. Also wirklich eine sehr, sehr gute Erfahrung. Ich habe es in den Videos gesehen, dass es nicht so schlimm ist, wie es sich oft anhört. Ja. Aber es ist noch weniger schlimm, als du erzählt hast, ehrlich.